Kompakträder, die nicht zum Falten sind. Das ist easy. Sie können ganz kompakt zusammengelegt werden, geschoben werden und sie erobern immer mehr die Innenstädte, ja. Denn der Footprint, der Fußabdruck ist sehr, sehr gering. Hallo Tobi. Hi. Ja, hallo Lucien. Hi. Das ist ein Fahrrad, wenn man drauf sitzt, merkt man gar nicht, dass es so klein ist. Ja, also es ist, fährt sich eigentlich wie ein, also es fährt sich wie ein normales Fahrrad und hat halt wesentlich kleinere Packmaße. Ne? Also es ist ein sehr kompaktes Rad, wo man überall reinkriegt. Ne? Ja, du bist wie groß, Lucia? So 1,77, so rum knapp 1,80 halt. Knapp 1,80, so, dann nimm's mal wieder runter. Denn es hat eine tolle Ausstattung, es hat einen Carbonriemen. Genau, ist der Carbon-Gates-Riemen verbaut, ist super verschleißarm, also der hält wirklich ewig lange. Also wir haben welche, die sind schon seit 30.000 Kilometern ohne jeden Schaden unterwegs. Und das Tolle ist halt auch, ich muss den Riemen nicht pflegen, also er muss nicht geschmiert werden, muss nicht sauber gemacht werden. Der wird auch nicht dreckig, oder? Oder wenig? Genau, nimmt wenig Schmutz auf, gerade weil er eben nicht gefettet ist. Das heißt, selbst wenn ich hier jetzt keinen Schutz dran hätte am Riemen, kann ich mir da kaum die Hose dran versauen. Trotzdem ist er nochmal in der Laufschiene mit drin, ein Bosch-Motor mit drin. Auch da muss man sagen, diese Newtonmeter-Orgien, die man zurzeit erlebt, muss man hier gar nicht haben. Denn das hier ist ein Stadtrad, macht Höllenspaß. Die Leistung vom Motor, was hat er, 60? 65 Newtonmeter hat er, ist der Performance-Line-Motor von Bosch, reicht völlig aus. Der geht, muss man sagen. Reichweite ist enorm. Akku 500 Wattstunden? Genau, 500 Wattstunden Akku und gerade so im Stadtbereich. Also ich bin mir relativ sicher, viele würden damit 100 Kilometer fahren. Absolut. Die Bereifung 20 Zoll? Genau, 20 Zoll Reifen. Extra ein bisschen dickerer Ballonreifen, dass man auch so ein bisschen Federung schon durch die Reifen selbst hat. Also das macht viel aus. Ja, das macht super viel aus. Also gerade so ein Bordstein ist halt da schnell weggefedert mit so einem dicken Reifen. Man kann auch diesen Reifen mit etwas weniger Luftdruck fahren. Das muss man dann individuell aufs Körpergewicht abstimmen. Natürlich, wenn der Sohn hinten am Gepäckträger noch mitfährt, was vielleicht von der Belastung nicht geht, aber ginge, denn es ist sehr stabil gebaut. Genau, es ist sehr stabil gebaut und es ist tatsächlich auch möglich, einen Kindersitz zu installieren. Also das geht tatsächlich schon. Bis 25 Kilo hält der Gepäckträger ohne Probleme aus. Lucia, du bist knapp 1,80 Meter. Stell mal bitte das Fahrrad auf deine Bedürfnisse ein. Denn man kann, das Schöne ist, mit der Schnellverstellung vom Lenker, dem Speedlifter, kann man entweder sagen, ich möchte ein Holland-Fahrradniveau haben vom Fahren her, was ziemlich cool ist, dann fährt man mit den Händen aufrecht. Oder ich kann eine etwas sportlichere Situation haben. Auch was ziemlich cool ist, kleine Kinder und Jugendliche können damit auch fahren, die ein bisschen kürzer sind, denn das ist das optimale Fahrrad für alle, für die ganze Family. Genau, ein klassisches Familienrad. Also ich kann auch den Sattel richtig weit rausziehen, hat jetzt keinen Schnellverschluss dran. Ehrlich gesagt, so ein bisschen Diebstahlsicherung auch. Gerade in der Stadt ist das durchaus ein Thema, dass ein Sattel mal schnell rausgezogen wird. So, den kannst du mitnehmen. Ja, den könnte man mitnehmen. Hier brauche ich jetzt immerhin einen Schlüssel für. Genau, also der Lenker lässt sich richtig weit rausfahren, der Sattel lässt sich richtig weit rausfahren und dadurch kann echt die ganze Familie mitfahren. Das zeigen wir gerade mal, dass da ist. Das ist so ein Orange-Metallic-Ton. Happy der ist Orange auch heißt die Farbe. Happy ja. Orange. Eine neue Farbe von Easy und die ist halt schon super auffällig und sieht echt cool aus. Also das ist nicht vergleichbar mit den billigen China-Rädern, die es teilweise gibt dann für 1300, 1400 Euro oder teilweise unter 1000 Euro. Denn wir haben hier einen drehmomentgesteuerten Motor von Bosch, einen Mittelmotor, keinen Hecknerarm-Motor. Wir haben eine echte Drehmomentsteuerung, das heißt also, der funktioniert wirklich, wenn man reintritt und misst auch, wie stark man reintritt. Genau. Und gerade bei den dynamischen Fahrmodi, also da gibt es ja mittlerweile Tour Plus und dann den Sportmodus, gerade dort macht es halt richtig viel aus, wenn der Motor dann halt wirklich auch dynamisch anspricht und halt eben merkt, okay, jetzt fängt der Berg an und dann ein bisschen stärker schiebt. Hydraulische Scheibenbremse, auch hier werden oft im günstigen Bereich Bremsen verwendet mit Seilzügen. Das funktioniert auch, aber das hier ist praktisch Technik aus dem Bereich der großen Fahrräder. Genau, und bei einem E-Bike macht es auch durchaus Sinn, Kompaktrad hin oder her. Wir haben hier eine Unterstützung bis 25 Stundenkilometer rein vom Motor. Und wenn ich selbst mitpedaliere, kann ich natürlich noch deutlich schneller werden. Und da machen halt richtig gute Scheibenbremsen schon Sinn. Und gerade vorne haben wir jetzt auch wieder vier Kolben, also ist dann eine richtig starke Bremse. Was ist das für eine Schaltung? Das ist eine 5-Gang-Nexus-Schaltung. Und ja, mit der kommt man halt auch super durch die Stadt.
Gut, ist auch ein E-Bike, muss man sagen. Das heißt also, ich kann auch jetzt Steigungen im kleinsten Gang fahren. Es hat einen Lichtschalter, was ganz praktisch ist. Nee, das ist der Fernlichtschalter. Fernlichtschalter. Genau, da haben wir eine richtig starke Lampe von Fuchshorn drin. Und dort ist halt bei jedem Easy von den 2022er Modellen, den aktuellen neuen, ist immer eine Fernlichtlampe dabei. Und die macht schon richtig schön hell. Okay, das heißt, du kannst wie beim Auto, kannst du Fernlicht einschalten. Sieht man das, wenn es dunkel ist, richtig? Ja, das macht sich schon bemerkbar. Also man hat dann wirklich, also klar, ne, wenn Gegenverkehr kommt, muss ich dann auch tatsächlich abblenden, weil ich kann halt wirklich richtig weit meine Straße oder halt meinen Waldweg beleuchten. Oh, das ist keine Spielzeuglampe. Das ist schon das große Display drauf. Da könnte man jetzt auch ein Purion nehmen, aber nein, man hat sich entschieden für ein großes Display. Steht dem auch sehr gut. Ja, also das Intuvia-Display, das mittig montiert ist, macht gerade bei so einem City-Rad oder City-Tracking-Rad absolut Sinn. Hat eine schöne große Anzeige. Ich habe alle Infos, die ich brauche, relativ kompakt auf dem Display. Genau. So, und das ist ja nicht zum Spaß. Hier fahr mal eine Runde, dass man mal sieht, denn das ist das perfekte Fahrrad für die Stadt, aber auch für den Feldweg. Es hat zwar keine Federung, dafür Ballonreifen. Das macht das Ganze. Es ist sehr wendig, unvorstellbar wendig. Also Leute, die mitfahren, die können es eigentlich gar nicht fassen, oder? Dass es so kompakt ist. Genau, also es fährt sich tatsächlich wie ein klassisches Trekkingrad vom Fahrgefühl her. Aber durch die kleinen 20 Zoll Reifen ist es halt wirklich unheimlich wendig. Also für die Stadt wirklich perfekt. Es geht schon gut, sagt er. Das ist auch wirklich so. Das heißt also, der Motor 65 Newtonmeter hin oder her, der geht richtig klasse, oder? Genau. Und macht halt auch absolut Sinn. Hier haben wir jetzt eine Nabenschaltung verbaut. Das heißt, hier einen starken Mountainbike-Motor zu verbauen, würde eh keinen Sinn machen. Der wäre eh gedrosselt. Geht die Schaltung kaputt oder beziehungsweise der wird auch runtergedrosselt, teilweise auf 70 Newtonmeter und Co. So sieht's aus. Ja, bis ja. Stopp. Der will gar nicht mehr aufhören zu fahren. Das ist so. Das macht schon Spaß. Das heißt, also so Touren, zwei Stück, pack's mal so klein zusammen, wie es irgendwie geht. Das heißt, den Lenker kannst du drehen, oder? Geht mal ganz kurz holen. Das heißt, also der Lenker kann auch gedreht werden. Genau. Wir haben hier diesen Pin. Warte, ich zeig das mal gerade. Genau, den kann man hochschieben hier, ne? Hier ist klar Schnellspanner, um das Ganze hoch und runter zu machen. Kann man es auf 170 mm hochsetzen. Okay. So, und hier mache ich dann den Pin ziehen und dann gegenhalten. Das war's. So, dann rastet das so ein bisschen ein und dann habe ich von circa 70 mm bin ich auf, ja, was sind es, 30, knapp 28. Ja, es gibt noch einen Trick, man kann es noch weiter verkleinern, indem man das Rad nochmal dreht. Wenn du es mal in die entgegengesetzte Richtung drehst, ich weiß gar nicht, ob das hier geht bei dem hier. Nein, das Vorderrad kann man, glaube ich, auch nach innen drehen. Das hat mir einer mal erzählt. Das geht hier nicht, oder? Doch, aber es geht gerade so. Ist aber schwierig. Vielleicht von der anderen Seite. Drehst mal gerade in die andere Richtung. Genau. Das könnte gehen und dann wird es nämlich noch ein paar Zentimeter kürzer. Naja, man kann natürlich den Lenker jetzt ein bisschen schräg stellen. Also eine Möglichkeit wäre auch, das Rad so wie es jetzt steht eben zu stellen, dann den Lenker wieder gerade zu drehen. Also man bekommt es auf jeden Fall auf ein relativ kompaktes Maß. Passt so ziemlich in jeden Kofferraum und auch in die Wohnmobilstaufächer rein. Denn wenn ich es hinlege, auch die Pedale kann ich einklappen, so kriegt man auch zwei Stück prima nebeneinander. Ja, also es gibt manche Kunden, die haben auch schon drei im Kombi gehabt. Wie gesagt, Familienrad. Also da ist ja für den kleinen Ausflug bekommt man da auch wirklich mehrere mit. Tolles Fahrrad, auch wenn ich das immer im Auto hinten drin habe, für die letzte Meile. Genau, dafür wird es auch relativ oft benutzt, auch nicht immer nur im Auto, sondern auch wirklich auch von Pendlern. So in der Regel geht es als Gepäckstück durch. Das heißt, gerade so für den Weg vom Bahnhof zur Arbeit zum Beispiel, das perfekte Rad. Wie war das Fahrverhalten? Gut, du bist Händler, du willst verkaufen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, es fährt ordentlich. Also es fährt, wenn man den Leuten, wenn die das jetzt nicht sehen würden, dass das 20 Zoll ist, geht natürlich jetzt nicht, ne? Dann würden die das halt nicht wahrnehmen eigentlich, dass das ein normales Fahrrad ist. Also es fährt sich ganz normal wie 26, 28 oder 29 oder 27,5 Zoll. Allerdings muss man sagen, die Räder sind ein bisschen kleiner. Das heißt also bei hohen Geschwindigkeiten könnte es ein bisschen, ich sag mal, ungenauer werden von der Fahrt her als natürlich 29 Zoll. Aber das merkst du in der Praxis nicht, weil ich glaube, der Mensch gleicht das aus, oder? Ja, der Mensch gleicht es aus und auch die Reifenbreite gleicht es ein bisschen aus. Also was mir hier vielleicht an Umfang, ich sag mal, fehlt, habe ich durch die Breite von 2,35 Zoll durchaus wieder rausgenommen. Durch diese schönen Ballonreifen halt, sind sie halt dann doch auch in der Seitenlage relativ stabil.
Ah, Schlüssel ist dabei. Ja, Preis, ich gucke mal kurz drauf, dass wir das Ganze mal sehen. Liegt bei im Moment 3.849 Euro. Und ja, das Rad hat mal wieder eine Preiserhöhung bekommen, muss man auch dazu sagen. Preis ab 1. April 2022. Alles wird ein bisschen teurer. Ja, alles wird ein bisschen teurer, hat mit den Lieferkosten eben zu tun. Man muss aber auch sehen, dass die Hersteller sich durchaus Mühe geben, auch so ein bisschen mehr Equipment mitzubringen. Also hier haben wir jetzt dann ja schon die Schlosskette mit dabei. Achso, die war vorher nicht dabei. Und da haben wir auch das Rahmenschloss halt jetzt schon fest verbaut, mitgeliefert. Wie gesagt, das Fernlicht-Update haben wir bekommen, war vorher alles so nicht im Lieferumfang mit drin. Also es gibt auch was fürs Geld dann. Richtig, also für jede Preiserhöhung gibt es dann auch irgendwo nochmal die Rechtfertigung. Sehr schön. Wir sind bei Konrad. Ja, ich zeig mal gerade, weil das ist hochinteressant. Ich habe euch eben nochmal gegoogelt, weil ich die letzte Meile nochmal sehen wollte. Das Thema wird in Google auseinandergeschrieben, also Con und Rad getrennt, oder? Ja, da haben sich so über die Jahrzehnte ein paar verschiedene Schreibweisen eingeschlichen. Die richtige Schreibweise ist jetzt die, was du gerade auf dem Logo abgefilmt hast. Genau. Zusammengeschrieben. So, das ist aber interessant, wenn man Konrad eingibt in der Stadt, wo ihr seid, in Kaiserslautern, da kommt man auch direkt drauf. Das funktioniert. Ihr seid in der Glockenstraße Gasse. Genau, Glockenstraße 4. Glockenstraße 4 und das ist direkt in der Fußgängerzone. Ja, wir sind am Rand von der Fußgängerzone, Bahnhof, fußläufig erreichbar. Und so in 100 Meter Entfernung haben wir auch ein relativ großes Parkhaus. Also da sind wir eigentlich gut zu erreichen. 23. Februar 2022. Die 2022er Modelle, das wird, glaube ich, hier ganz in der Nähe gebaut, oder? Genau, das wird im Saarland gebaut, in Klein-Plittersdorf. Ja. Da kommen übrigens auch Kettler-Fahrräder her. Das ist ganz interessant. Und das Ganze jetzt neu, nicht bei euch, aber schon seit geraumer Zeit. Die Verarbeitung, Mängel irgendwas? Habt ihr da Stress? Nö, hatten wir bisher gar keinen Stress. Also weder am Rahmen noch an den Komponenten war da irgendwas, was außerhalb von Verschleiß wirklich mal aufgefallen wäre. Sind wir super zufrieden. Also knapp über 3.000 Euro. Trotzdem Ausstattung vom Feinsten. Allein der Gates Carbonriemen kostet einige hundert Euro, wenn er kaputt geht. Aber der geht ja nicht kaputt. Also wirklich, die halten ewig. Ja? Die halten wirklich ewig. Also das ist auch wirklich eine richtig tolle Geschichte an dem Rad, der Carbonriemen. Weil der ganze Stress mit Kettenantrieb, den habe ich hier einfach nicht. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie nach Kaiserslautern, scheuen Sie keine Wege. Ein ganz tolles Campingfahrrad auch, das Easy. Und ja, tschüss euch beiden. Ciao. Ciao. Ciao, Lucia. Ciao. Tschüss.